Ja, wie man das bei blöden Wissenschaftlern kennt. Ne? Naja, Datum, das Subjekt ist durchgerinnt und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Oder es kommt ganz anders, als man es meint. Muss ja nicht immer nach dem Klischee sein. Diesmal bin ich voll drauf reingefallen. Ja. Man sollte es besser wissen. Aber gut, so, da ist die Schlüsselkarte der Stufe 1. Die haben wir jetzt im Sack. Und da müssen wir jetzt diese Karte umschreiben an den dafür vorgesehenen Punkten. Und ja, das kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Denn in dem Dokument war von einem Gegnertyp die Rede, dem Regenerator. Spoiler-Alarm, dem werden wir natürlich begegnen. Die Scheiße ist, im Gegensatz zum Original, und wir hören da schon dieses Röcheln. Und, oh Gott, oh Gott. Was bist denn du? Ja, ein laufender Meter Scheiße ist er. Und, wir müssen eigentlich, glaube ich, erst wieder den Strom umstellen, ne? Habe ich jetzt hier richtig. Ja, jetzt habe ich hier richtig Scheiße gebaut. Na gut, da kommen wir zumindest raus. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, Scheiße, wo war dieses biosensorische Zielfernrohr? Ich vergesse es echt irgendwie jedes Mal. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Problem, dass der Typ uns natürlich so langsam aber sicher folgt. Oh, ein Forellenbarsch. Ja, okay, nehmen wir mal mit. Schmeckt bestimmt gut. Heilt uns auf jeden Fall. Wo ist der Affe hin? Wahrscheinlich irgendwo direkt hinter einer Tür wartet er auf uns. Ich weiß auch nicht, wie weit die uns folgen. Die können auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller rennen, wenn sie wollen. Oh Mann, das ist jetzt echt. Und hier ist gar nichts eingezeichnet. Doch, da ist was auf der Karte. Das ist. Ach, das ist ein anderes Stockwerk, Herr. Merkt man mal wieder, ich habe gerade voll nicht den Durchblick. Was so richtig scheiße ist. Im Dokument stand ja auch eigentlich der erste, erst in dem Gefrierraum, der erste, die erste Konsole, Zieh dich um um. die Mir Karte fällt mit Sicherheit umzuprogrammieren. was ins Auge. Ja, wir könnten theoretisch uns jetzt einen Raketenwerfer kaufen und den platt machen. So hat das nicht so viel Sinn. Manchmal hat man aber Glück und man trifft rein zufällig eins von den. Ach du Scheiße, man trifft einen von den Parasiten, den er in sich trägt. Nehmen wir eine Das wird dauern. Granate. Die geht ins Leere. Und ja, kommen wir. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich habe die selten eigentlich kaputt gekriegt. Ohne das Fernrohr. Man ist ja doch nur blind am Zielen. Wir lassen das erstmal, sonst ist bald unsere ganze Munition weg. Wir müssen ins Gefrierhaus. Stufe 1 Türverriegelung, ja. Da müssen wir die Karte umschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal den Strom umleiten müssen. Ich glaube fast ja, weil sonst hat dieses Schloss. Ja, hat keinen Strom. Scheiße! Fuck nochmal. Da müssen wir Muss den erst. Strom einschalten. Ja. Oh Gott. Komm hier, ey. Schönes Nadelkissen oder. Ja, mehr so ein Schweizer Käse ist er eigentlich. Ja, das ist so ein echter T1000. Der ist zwar nicht so klug wie Robert Patrick, der einzig wahre T1000. Der T1000 aus Terminator Genesis zählt nicht. Der ganze Film zählt nicht, denn der ganze Film ist einfach nur ein mieses Stück Scheiße. Also ich kann ja die für mich drei schlechtesten Filme aller Zeiten kann ich locker aufzählen. Können nicht viele. Haben wir. Ah ne, da ist jetzt ja zu. Müssen wir nochmal hier eine Runde drehen. Also Platz 3, Batman und Robin. Platz 2, Terminator Genesis. Ja. Platz 1, unangefochten. After Earth.
Ja, man läuft vor dem weg und redet über die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja, war halt aber auch die Überleitung T-1000, weil in Terminator Genesis ist ein T-1000 drin. Oh, um Gottes Willen. Ich habe bis heute immer noch nicht Terminator Dark Fate geschaut. Ich war erst stark interessiert und... Oh, da ist die MP5. Auf die habe ich gewartet. Ich war ja stark interessiert, weil ich meine, gelesen zu haben. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht falsch liege. Wir schlucken mal den Barsch hier und das können wir auch zurücksetzen. Ich meine, gelesen zu haben, dass James Cameron da als Produzent mitgewirkt hat und das quasi so ein Film ist, man soll den als Fortsetzung von Terminator 2 betrachten und alle anderen in den Wind schießen quasi. Als er dann rauskam, habe ich viel Mittelmäßiges gehört. Und das hat erstmal so mein Interesse abgeflacht. Ich werde mir früher oder später angucken. Wahrscheinlich, wenn er irgendwie im Free-TV läuft oder so. Aber gut. So, wir schreiben die Karte um. Das dauert natürlich ewig. Und was passiert in der Zwischenzeit? Der nächste dämliche Penner kommt auf uns zu. Und was ist mit der Kamera? Gott verdammt. Ja. Wir sehen die Parasiten da. Aber sie sterben nicht. Die sterben doch. Boah, wir haben ihn erledigt. Ohne das Fernrohr. Ich bin begeistert. Irgendwie konnten wir den so malträtieren, dass die Parasiten sichtbar wurden. Karte überschrieben. Sehr gut. Ja, dann ist ja nur noch jetzt die Flachpfeife da draußen unterwegs. Im Gegensatz zum Original ist das biosensorische Feenrohr nicht hier in der Gefrierkammer. Das hatte ich beim ersten Mal drauf gehofft. Da muss doch bestimmt da drin sein, aber dem ist nicht so. Aber da wir den zweiten da platt gemacht haben, habe ich irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen. Vielleicht schaffen wir es mit dem ersten, aber erstmal müssen wir wieder den Strom umschalten. Damit wir jetzt zur nächsten Station gehen können, um die Karte ein weiteres Mal umschreiben zu können. Da ist er schon wieder. Ja, haut mal schön ins Leere. Geschickt ausweichen können wir doch noch. Man mag es nicht glauben. So, dann drehen wir hier jetzt die Runde. Ja, da unten sind wir richtig. Um die Schätze kümmern wir uns später, sobald wir das Fernrohr haben. Ich weiß echt nicht mehr, wo es liegt. Ich hoffe mal nicht, ich habe es irgendwo übersehen. Das wäre jetzt natürlich eine richtige Scheiße. Hä? Kein Strom? Dann habe ich jetzt wohl richtig Scheiße gebaut. Ein paar Zufallstreffer haben wir gelandet, als wir einmal so schön einmal auf seinem Körper rumgeschossen haben. Das war auch ein Parasit. Und ja, wir haben sie, wir haben sie. Wir haben sie, perfekt. Klappt doch besser, als ich dachte, ohne das Fernrohr. Einfach nur schießen wie Rambo auf den Körper. Sofern er keinen Parasiten auf der Rückseite hat, oder wir haben den vielleicht auch bei dem Versuch, einen Schweizer Käse herzustellen, auch erledigt, auch getroffen. Soll mir recht sein. Jetzt können wir uns die Schätze holen. Und auch ein Erste-Hilfe-Spray. So, können wir mal hier alles schön kaputt machen. Ja, das hier ist jetzt natürlich die Fußpilzzüchtung. Kennt man aus dem Original. Ganz klar. Ja, MP5 ist schon eine super Waffe. Die werden wir auch ordentlich investieren. Deswegen habe ich auch vorhin da die Maschinenpistole samt des Griffes an unsere Aufbewahrung geschickt. So, wir haben jetzt leider keine Munition mehr für die Pumpgun. Aber okay, müssen wir mit leben. Das Gute ist zumindest, dass wir jetzt hier erstmal Ruhe haben. Und dass wir die beide erledigen konnten, ohne das Fernrohr zu besitzen. Aber ich dödel, habe den Strom einmal zu viel umgeschaltet. War nicht klug. Nicht kluge Sachen mache ich gerne. Das ist für mich nichts Neues. Aber davon lebt ja der Spielspaß, ne? Dass man nicht kluge Entscheidungen trifft. Wie dem auch sei. So, wir hauen die zweite Sicherheitsstufe auf die Karte.
können damit jetzt hier durchgehen. In den nächsten Bereich und wir brauchen noch eine weitere Stufe, die wir auf die Karte drauf machen müssen. Für den vollständigen Zugriff. Und ja. Gut, Platz haben wir, gut, Heilmittel haben wir auch. Es hätte schlimmer sein können, ja, mit den Freunden da. Oh, Flintenmunition, das ist gut. Da hatten wir nämlich gar keine mehr von. Kein Dokument, da sah erst danach aus. Ah, okay. Der kommt jetzt gerade rum. Der schaut doch nicht zur Treppe hoch, oder? Nee. Macht er tatsächlich nicht. Gut für uns. Dann können wir ihn jetzt mal dann gleich schön einen herrlichen Tag bescheren. Mit einem schönen Messer in die Schläfe. Ist immer eine gute Begrüßung. Und die werden wir auch jetzt... Oh, da stehen sogar zwei von denen. Und hat der eine jetzt nicht gemerkt, dass ich den anderen erstochen habe? Doch, müsste er doch, oder? Ja. Ah, scheiße, war mal ein Stück zu langsam. Und das hört sich gerade so an, als ob hier noch mehr in der Nähe sind. Aus dem Weg. Ja, nee. Das kannst du vergessen. Ach, scheiße, der hat auch wieder so eine dämliche Schutzmaske auf. Ja, dann schieß mal eh das Bein weg. Und das... ist dann auch sein Ende. Hätten wir gar nicht mehr drauf schießen brauchen. Ja, haben wir vorhin noch drüber gesprochen, ne? Kritische Treffer bei anderen Gliedmaßen. Und der röchelt sich jetzt mal langsam da zu Tode, während wir unseren Triumph genießen und einen Schatz abkassieren. Wie einen Jeton. Ja, haben wir uns verdient. Nach der guten Leistung gerade eben. Würde ich mal spontan sagen. Ja, gut, dann... geht es... Ah ja, dieser Ort kommt mir doch sehr bekannt vor. Und jetzt wird's langsam... Jetzt habe ich echt so langsam das Gefühl, ich habe dieses scheiß Fernrohr irgendwo übersehen. Oder gab es das hier? Weil hier könnten wir es jetzt echt gebrauchen. Ja, weitere Gewehrmunition. Aber wo ist das beschissene Fernrohr? Ich habe es gerade echt nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Verdammt, 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 verdammt. Ist vielleicht da hinten doch noch drin. Ja, weil hier würde ich das auf jeden Fall jetzt echt gerne haben. Und ich meine, dass ich das auch vorher immer hatte. Das ist schon zu lange her, dass ich ein komplett neues Spiel gemacht habe, weil im New Game Plus hat man es natürlich dann aus dem vorherigen Spiel mit übernommen. Scheiße. Oh Mann, das nervt mich jetzt gerade doch schon. Aber ich würde eigentlich vorher noch ein bisschen aufräumen, aber da liegt es doch. Perfekt. Fall 2002, Ausbruch eines Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall. 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie einer unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper des Subjektes geborgen werden. Werkzeuge in dem Körper drin, ne? Das ist übel. Ist aber auch ein guter Hinweis für uns, was wir da machen müssen, wie ihr gleich noch sehen werdet. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unseren anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die der Forscher. Ja, aber Forschung geht ja bei denen vor, ne? Scheiß auf Ingenieure und die ganzen Anlagen hier. Hauptsache die Forscher bringen Ergebnisse und da haben wir endlich das Fernrohr. Habe ich es doch nicht übersehen. Ich hatte es echt nicht mehr auf dem Schirm, wo das noch rumliegt. Ja, aber wie ihr seht schon, man kriegt es hier wesentlich später. Der Grund ist, jetzt brauchen wir das sehr, sehr dringend. Jetzt sind wir hier an einer Stelle, da habe ich damals ewig lang gebraucht, bis ich da auf den Trichter gekommen bin. Auch wenn es eigentlich so direkt im Dokument drin steht. Denn, ja,
dieser Trakt hier, der ist voll. Ihr seht es da schon in diesen Tanks da drin. Da sind viele Freunde. Und die wollen wir am besten jetzt alle schon mal erledigen. So, holen wir da raus. Na, und jetzt, das macht es jetzt natürlich einfacher. Haben wir zwei auf einmal sogar erwischt. Ja, Tatsache. Geil. Und bei einem werden wir gleich sehen, dass der tatsächlich ein Werkzeug in sich trägt. Aber wir wollen sowieso alle vier erledigen, von daher spielt das erstmal keine Rolle. Oh Gott, oh Gott. Ja, die laufen halt nicht nur geradeaus und langsam, wie im Original. Die sind hier wesentlich manchmal schwieriger zu treffen, für mich zumindest. Ja, das ist ein scheiß Arm. Jetzt haben wir ihn aber. So. Zwei sind down. Zwei müssen wir noch. So, auf zum nächsten. Das war ein guter Schuss. Und den haben wir auch mit zwei Schuss erledigt. Sehr schön. So, einmal nachladen. So, und dann jetzt. Ja, da seht ihr es. Da ist ein Schraubenschlüssel zu sehen. Und den haben wir auch sehr schnell abserviert. Ja, ausgezeichnet. Das lief richtig gut. Beim ersten Mal habe ich das natürlich hier total falsch gemacht. Da habe ich diesen. Da bin ich dann nicht darauf gekommen, irgendwie den Schraubenschlüssel zu finden. Dachte dann nur, ja, heilige Scheiße. Wie komme ich jetzt an diese Kartenlesestation ran? Die ist hier, aber man braucht den Schraubenschlüssel, um die aufzumachen, denn die ist abgesperrt, wie ihr hier seht. Da habe ich erstmal ein Weilchen gebraucht und dann war ich natürlich so blöde. Hab die Karte direkt reingeschoben, hab diese anderen Regeneratoren nicht erledigt, denn wenn wir die jetzt hier reinstecken, seht ihr, kommen da Fußsoldaten an. Und diese Fußsoldaten, wie ich sie jetzt mal nenne, der eine hat Dynamit, der kann diese Kapseln aufsprengen, wenn er das Dynamit dahin wirft. Dummerweise hat er jetzt da nur seine Kumpels in die Luft gesprengt, oder glücklicherweise für uns, nicht dummerweise. Dummerweise ist es, wenn der das Dynamit zu einer dieser Kapseln hinwirft und diese aufsprengt und... Ach du Scheiße, Mann, wir sind fast tot, während ich hier lustiges Zeugs erzähle. So, hierher mit der Blendgranate. Oh, fuck, und ich drücke auch noch die falsche Taste. So. Ja, vielen Dank. Danke für den Hinweis. Ja, auf jeden Fall, man will die Regeneratoren und die normalen Gegner hier nicht beide haben. Das, den Glückshooks habe ich mir beim ersten Mal gegönnt. Bin erstaunlicherweise nicht dabei gestorben. Aber habe viele Heilmittel gebraucht. Oh ne, vergiss es. Vergiss es einfach. Abgewehrt. Nochmal abgewehrt, aber einen Schock kriegen wir trotzdem ab. Wo ist eigentlich der Dynamitmann? Der hatte sich vorhin schon in die Luft gesprengt, ne? Ja. Aber da ist noch einer. Oh komm, hier, Suplex. Jawoll! Ging schön aufs Genick. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen und das hat ihn einen elendigen Tod beschert. Sehr schön. Karte sollten wir natürlich nicht vergessen. Das habe ich beim ersten Mal auch hingekriegt. Die scheiß Karte da drin liegen gelassen. Diesmal habe ich gerade noch so dran gedacht. Zum Glück. Oh, ein grünes Kraut. Das ist auch Glück, denn wir haben noch ein paar rote. Können wir die beiden miteinander verkuppeln. Und können auch ein bisschen hier was herstellen. Machen wir mal Gewehrmunition. So. Da ist noch mehr Gewehrmunition. Und wo wir haben gerade noch über Wrestling-Moves gesprochen und sehen dann hier Leon, wie er mit dem Ellbogen eine Fensterscheibe einschlägt. Er trägt Ellbogenschoner, das ist gut. Macht es nicht so wie Goldberg früher bei WCW, als er mit der bloßen Faust versucht hat, eine Fensterscheibe zu zerschlagen. Was ihm gelungen ist, aber er hat dadurch eine
Er hat sich dadurch Glassplitter in der Faust, in seinem Arm eingefangen und hätte fast seinen verdammten Arm komplett paralysiert. Wenn nicht sogar vollkommen gebrochen und zerstört. Hat er Glück gehabt. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Ist sein Geheimnis. Müssen wir nicht lüften. Wir haben jetzt auf jeden Fall die passende Karte und können endlich in den Raum, wo Ashley drin ist. Wird Zeit.